in der nächsten Krise. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den etwas schlichten Reden sowohl von Kollegen Ulrich als auch Kollegen Kahrs will ich erstmal zum Thema wieder zurückkommen der Debatte. Denn wenn wir heute über die Bankenunion und ESM reden, dann dürfen wir, finde ich, auch nicht vergessen, was ein Hauptgrund für die aktuelle, immer noch andauernde Finanzkrise in Europa war. Ein Hauptgrund waren und sind die hohen Schulden des Bankensystems. Bis 2008 hatten wir zum Beispiel deutlich bessere Haushaltszahlen in Ländern wie Irland oder Spanien. Die waren deutlich besser als in Deutschland. Aber in Ländern wie Irland und Spanien hatten wir überbordenden Banken- und Immobiliensektor. Und in der Krise sind dann aus diesen Bankschulden danach Staatsschulden geworden. Nach Angaben der Europäischen Kommission haben von 2008 bis 2012 die europäischen Staaten rund 600 Milliarden Euro für den Bankensektor bereitgestellt. 80% davon in Ländern wie Griechenland, Irland, Spanien und Portugal. Und das ist Geld, das uns heute für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit fehlt. Das ist Geld, das uns heute für Investitionen fehlt. Und wir Grüne sagen klar für die Zukunft, dass Bankschulden in Staatsschulden umgewandelt werden. Dass die Staatshaushalte den Steuerzahlern für die Bankenrettung aufkommen. Damit muss endlich Schluss sein in Europa. Und wir dürfen auch nicht vergessen, woran lag diese falsche Krisenpolitik die letzten Jahre in Europa. Es lag auch daran, dass wir keinen Lösungsmechanismus hatten für stark vernetzte Banken in Europa, für die Abwicklung und für die Kontrolle. Und jetzt hat die Bundesregierung, aber vor allen Dingen auch Finanzminister Schäuble in den letzten Jahren das immer auf europäischer Ebene blockiert, torpediert, immer nur die nationale Karte gespielt, dass die Krise im Bankensektor in Europa so viel Geld gekostet hat für die Staaten, dass sie sich so verschärft hat in Europa. Dafür ist auch die deutsche Bundesregierung mitverantwortlich. Das war nicht proeuropäisch, das war national borniert, das war ganz teuer für Europa. Und dieser Logik der nationalen Bankenrettung mit Steuergeldern folgt jetzt leider auch teilweise die Umsetzung der BRD in Deutschland. Wenn man sich das anguckt, haben wir einen Rechtsrahmen, sollen jetzt ein Rechtsrahmen geschaffen werden auf europäischer Ebene der Bankenunion. Und trotzdem will hier die Bundesregierung weiter auch nationale Steuermittel mit dem SOFIN ins Schaufenster stellen. Deswegen beantragen wir Grüne heute, dass der SOFIN nicht noch um ein Jahr verlängert wird. Das ist das falsche Signal und das widerspricht auch den gemeinsamen Grundgedanken der europäischen Lösung. Und wir Grüne sagen auch klar, wir haben die Bankenunion, eine europäische Bankenunion von Anfang an gefordert. Wir brauchen eine gemeinsame Kontrolle, eine gemeinsame Abwägung, auch harte Regelungen, damit nachher Eigentümer und Gläubiger auch in der Krise zahlen und nicht nachher die Steuerzahler für die Bankenrettung eintreten. Wir sollten aber auch nicht vergessen, wer nachher die entscheidenden Fortschritte auch auf europäischer Ebene durchgesetzt hat. Das war nicht die Bundesregierung, das war im Gegenteil, war das in der entscheidenden Nacht bei zentralen Fragen der Bankenabwicklung, hat sich das Europäische Parlament ganz klar gegen den Europäischen Rat und gegen Wolfgang Schäuble durchgesetzt. Und das war auch dringend notwendig und gut so. Leider hat sich an einer entscheidenden Stelle dann doch die deutsche Bundesregierung durchgesetzt, und zwar bei der Frage der intergouvernementalen Übereinkommen, kurz der IGA. Ja, beim ganz zentralen, europapolitisch bedenklich fatalen Punkt, nämlich bei der IGA. Was heißt die IGA? Es geht darum, dass bis 2024, was sowieso schon viel zu lange ist, die national erhobenen Bankenbeiträge dann auch für den Abwicklungsfonds in einem zwischenstaatlichen Vertrag geregelt werden sollen. Das heißt, das europäische Recht wird hier ausgehebelt, das Europäische Parlament wird in seinen Rechten hier auch beschnitten. Die deutsche Bundesregierung war mit dieser Haltung isoliert in Europa. Kein anderer Mitgliedstaat, nicht das Europäische Parlament, nicht die Europäische Kommission haben diese Rechtsauffassung geteilt, weil das eben zulasten des Europäischen Parlaments hier in zwischenstaatliche Verträge outgesourced wird. Und dieser Vorfall, das sage ich ganz deutlich, ist ein gefährlicher Präzedenzfall für die europäische Demokratie. Das untergräbt die europäische Demokratie, aber gerade in der Krise brauchen wir keine weitere Schwächung des Europäischen Parlaments, sondern eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Darum geht es. Und weil wir Grüne die Bankenunion mit der gemeinsamen Abwägung auch immer gefordert haben, werden wir heute trotz unserer Kritik am SOFIN für die Verlängerung trotz unserer Kritik werden wir heute für die BRD-Richtlinie stimmen hier im Bundestag. Und bei der Frage der IGA, des intergouvernementalen Übereinkommens, werden wir nur deshalb nicht ablehnen, sondern uns enthalten, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir die Bankenunion und Abwicklung unterstützen, gleichzeitig aber auch klar machen, eine solche Umgehung der europäischen Demokratie darf sich nicht wiederholen. Und beim ESM und das neue Instrument der direkten Bankenrekapitalisierung
beim ESM lehnen wir Grüne ab, denn hier wird wieder auch Steuergeld ins Schaufenster gestellt. Hier wird eine Parallelstruktur zur Europäischen Bankenunion aufgebaut. Es ist ja hochproblematisch, dass der gemeinsame Abwicklungsfonds erst 2024 eingerichtet werden soll. Das heißt, für diese Zeit braucht man auch einen Letztabsicherungsmechanismus, einen sogenannten Common Backstop. Das kann der ESM aber nicht leisten, jedenfalls nicht mit direkten Bankenrekapitalisierung, weil nachher bei den maroden Banken bei der ESM nicht die Kapazität und die Expertise hat, das zu managen und gleichzeitig auch nachher die Steuerzahler wieder in der Haftung sind. Deswegen sagen wir wollen eine Kreditlinie vom ESM als Common Backstop, weil gleichzeitig klar ist, dass der Abwicklungsfonds nachher dann auch die Banken abwickelt und restrukturiert und zweitens klar ist, dass Kredite zurückgezahlt werden müssen, das heißt nicht die Steuerzahler, sondern die Banken nachher in der Verantwortung sind. Das ist die richtige Lösung. Deswegen lehnen wir heute die direkte Bankenrekapitalisierung beim ESM ganz klar ab. Und es ist schon angesprochen, natürlich ist die Einführung der Bankenunion ein wichtiger Schritt auch für die Regulierung des Bankensektors, aber das reicht natürlich nicht. Wir haben immer noch ein Problem mit Großbanken in Europa. Wir haben immer noch das Problem, dass die implizite Staatsgarantie für Großbanken da ist und sie damit am Finanzmarkt auch spekulieren und zocken können und dass Großbanken nachher nicht reguliert werden. Und leider ist es jetzt auch so, dass die Bankenabgabe das Problem nicht löst. Der Risikofaktor geht völlig unzureichend auf das Problem Großbanken aus. Das Risiko wird nicht richtig gewertet, beim systemischen Risiko nicht, bei der Too-Big-to-Fail-Problematik. Und nachher werden dann wahrscheinlich mittelgroße Banken mit einem risikoarmen Geschäftsmodell dann die Zeche bei der Bankenabgabe zahlen. Und ich finde, es ist aber noch nicht zu spät. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, das Europäische Parlament, da ist jetzt auch der Kampf, das auch zu stoppen, das Änderungen einzubringen. Deswegen fordere ich die Bundesregierung auf, fordere auch die Parlamentarier von CDU und SPD auf, das noch zu ändern. Wir dürfen nicht Großbanken. Großbanken müssen nachher den Hauptbeitrag für die Bankenabgabe leisten und nicht kleine mittlere Banken. Das wäre nur fair und gerecht. Und wir müssen das Großbankenproblem weiter angehen. Das ist weiterhin nicht gelöst. Wir müssen weitere Schritte folgen. Wir brauchen ein echtes, hartes Trennbankensystem. Wir brauchen ein scharfes Wettbewerbsrecht mit einer Bankenfusionskontrolle. Und wir brauchen eine höhere Leverage-Ratio, damit nachher nicht die Steuerzahler wieder die Verluste von Großbanken tragen. Die Umsetzung heute ist nur der erste Schritt zur Bankenunion. Es müssen noch weitere wichtige Schritte und Reformen für eine konsequente Regulierung des Bankensektors folgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble.